Willkommen zurück zu Final Fantasy X! Yay! Nach dem nächsten Tutorial-Kampf, den wir gerade machen mussten, um zu lernen, dass unsere Bestias mit harter Tour und sanfter Tour ihre Leiste anderweitig stärken und schwächen können. Juhu. Kann ich mit dem reden? Bestimmt. Ohne in die Ladezone zu kommen? Mit dem haben wir, glaube ich, schon geredet. Ich weiß zwar nicht, was da geplant wird, aber die Bürgerwehr maßt sich da was an. Der Kampf gegen Klammer auf Sinn, Klammer zu, ist Sache der Media. Ne, haben wir, glaube ich, doch noch nicht mitgeredet. Aber hat auch nichts. Wow, ist da auch nochmal Kampf. Wow, die Ladezone ist lang. So schön. Dann haben wir halt nochmal drei Gegner vor uns, ne? Der Pet wurde übrigens wieder abgegeben. Ja. Kevin spielt jetzt wieder. Ich hab mal wieder die, Ehre? Ehre. Feuer! Ich musste immer in Blitzball spielen. Vernichtend. Und jeder Schwebeauge. Vernichtend. Und... mit Tidus. Verteidigen. Fuck. Daneben. Gut ausgewichen, Lulu. Ja, Reflexwert. Yay. Yuna. Abwehren. Und Kimari. Abwehren. Abwehren. Und Auron. Machen kaputt. I foresee no difficulty. Ich ebenfalls nicht, außer wenn du jetzt weiterredest. Auron könnte mal unseren plus 4 Stärke Spheroiden da gebrauchen. Und würde den auch vernichten schlagen. Ja, gut, alle haben drei Level. Aber wir haben noch keine Abilities für ihn. Nee, leider droppen hier alle Gegner keine Abilities für ihn, was totaler Mist ist. Naja. Hätte man sowas gewusst, dass es danach so lange dauert, bis man wieder einkriegt, hätte man sich in einen aufbewahrt, bis Walker Ability Heap lernt. Ja, wusste ich leider nicht. Nee, ich auch nicht. Da oben sind Chocobo-Ritter und eine Kiste, eine sehr unauffällige. Toll, danke. Dankeschön. Brauchst du nicht. Interessiert mich nicht wirklich. Oh mein Gott, ganz die Dingo-Armee. Thanks. Ist eine Ehre, Sauron. Danke. Nein, Ken hat dich vermisst. Farewell. Oh, keiner schläft, das ist gut. Anfällig gegen Wasser und Feuer. Wow. Naja, die haben die plus 10% Lanze. Ja. Yuna, komm du mal her. Yuna, verteidige dich zu Tode. Verteidige ich mal. Gut, dass du direkt wieder dran bist, das hat sehr gut funktioniert. Walker, komm du mal her, du kannst dich immer verteidigen. Nein, niemand hat dich gerufen, Walker, du sollst dich einfach nur verteidigen. Er ist stumm geworden. Oh nein. Und dann brauchen wir noch Lulu. Und dann waren alle dran, ne, Auron hat nichts getan. Auron, komm mal her. Stimmt, Auron hast du sofort ausgewechselt, ne? Auron, und dann kann Kimari nämlich gegen Lulu ausgetauscht werden, kann Lulu einfach mit Feuer oder Wasser umbringen. Feuer. Feuer. Feuer weg, Feuer weg. Wir haben ja immer noch unseren Killer-Magie ausgerüstet hier. Oh, kein Overkill. Oh. Dann müssen die hohe Magieverteidigung haben. Sieht so aus. 4 Kraftsphäroiden. Wir können bald mal wieder das Sphärobrett bewegen, wenn wir mal Ability-Sphäroiden hätten. Heilmittel gefunden. Yeah. Ja, der ein oder andere muss ja keine Ability sofort lernen. Die können wir ja zumindest bewegen. Ja, Lulu kannst du ein Feld bewegen. Dann ist sie außer Reichweite der Ability, die sie lernen soll. Dann hat sie mit 200 HP gekriegt, yay. Und Auron kann zum Beispiel mal bewegt werden. Auron kann ordentlich was... Da hast du auf jeden Fall viel Platz, um ihm welche zu geben. Falls der irgendwelche von unseren Sphäroiden benutzen soll. Erstmal kriegt er ganz viele HP zusätzlich. Ja. Soll der was von unseren Sphäroiden kriegen? Was haben wir momentan? Fortuna, Kraft und MP oder so? Benutzen müssen wir MP Sphäroiden, die brauchen nicht wirklich. Ein Fortuna. Ein HP, den braucht er erst recht nicht. Den Angriff für reden, dann würde ich glaube ich eher Tidus geben, weil er schneller ist. Ja. Aber du kannst dich aber trotzdem schon mal dahin bewegen. Weil warum nicht? Was kriegt er hier Schönes? Falls wir irgendwann mal Ability Kraft. Ja, hier können wir mehr Kraft für ihn generieren. Hurra. Juhu. Was kriegen wir da schon? Das Bodyguard. Schon sinnvoller. Du warst auch nicht auf eine Ability, ne? Nee. Nein. Du hast einen Level 2 Stopp. Kannst du dahin laufen? Haben wir sogar alle seine Level ausgenutzt. Ist ja schon fast praktisch. Ja. Kraftsphäroid, Abwehrkraft um 2 gestiegen. Zeitsphäroid, Geschick um 2 gestiegen. Reflex um 2 gestiegen. Vielleicht weicht er mal genauso viel aus wie Lulu. Ja. Sie ist auch nicht in Reichweite von Abilities, läuft aber jetzt in Reichweite von Abilities. Ja, kannst trotzdem alle deine Schritte durchlaufen. Kriegt Verteidigung HP plus. Kann sie auch gebrauchen. Oh, was kriegst du denn hier für eine schöne Ability? Medica bestimmt. Engel. Engel, Okay, Engel wollen wir vielleicht nicht verpassen. Medica haben wir schon. Du wartest auf eine Ability. Ja, dann muss erstmal da stehen bleiben. Obwohl. Nee, ich will. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Kann ich nicht dahin laufen? Das verschwendest du doch einen Zug mit. Wieso? Kann doch irgendwie 4. Kann er nicht 4 laufen? Ja, stimmt. Walker. Ja, dann sind wir auch mit allen schon durch. Leider stehen da so ein paar.
Ein paar. Wenn wir rückwärts über das Führerbrett laufen, haben wir... Oh, hi. Ja, den Vorteil, dass wir mehr Schritte gehen dürfen. So viele Cutscenes. Die Straße ist eigentlich nicht lang. Ja, eigentlich nicht. I'm Callie. Hallo, Curly. Versprechen geben, die man nicht hundertprozentig halten kann. Looking forward to another calm, my lady summoner. I'll do my best. Wir nicht. And good luck to your guardians as well. Kimari hat keinerlei Erregung gezeigt, genau wie Lulu. Hätte ich mal gesagt. Ja. What's the calm? Ach, das haben wir Titus ja noch gar nicht erklärt. Is a time of peace. It comes after a summoner defeats sin and lasts until sin reappears. Die Typen sind so einfach die Spawn, die NPCs. Yep. Sah gut aus. Gute Kameraführung. Kann man die Katze nicht so timen, dass man das nicht sieht, wie die einfach die spawnen? Und ich doch meinen, man könnte Katzen so bauen, dass Hunde nicht unbedingt Hügel hochschweben. Stimmt, selbe Company, ne? Ja. Hey, Square mit Enix. Ne. Ist das eigentlich ein Enix, das quadriert wird? Oder ist das ein viereckiges Enix? Ich bin mir nicht sicher. Das ist ein Enix, das ein Square aufgekauft hat. Das auch. That kind of time is worth anything. Don't say it isn't worth it. Your words that day, Yuna, I remember them well. Erzählst du diese Geschichte, also Yuna, die die ganze Zeit kennt? Warum auch immer. Komm her! Dies ist ein Schutz gegen Hitzemonster, während ich dich nicht angucke, ehrwürdiges Medium. Bitte nehmt es an euch. Ich werde es über meinen Rücken. Ein Vulkanring erhalten. Juhu. Ah ja. Kann Yuna den gebrauchen? Was hat die momentan überhaupt? Oh, das ist ein Blitzbar. Ausrüstung. Außerdem kann Auron theoretisch Heilung gebrauchen. Plus. Nee. Nee. Abilities, Yuna, Vita, Auron. Ist auch kurz davor, das gut genug, ja. Oh, mit 1400 HP. Lass uns den Blitzball schießen und den Jack Spezial Nummer 2 lernen. Kick! Hey, was soll das? Das war mein Ball! Ich glaube, damit haben wir irgendeine Belohnung jetzt nicht gekriegt. Das kann sein. Schau, so Präventivschlag! Oh, Bomber! Ja, nicht wirklich neu, denn wir haben schon mal in einem Testkampf gegen sie gekämpft. Aber von Bomben können wir tatsächlich, wenn wir mit Kimari seine Dragonik einsetzen, die sinnloseste Technik überhaupt lernen. Dragonik! Hurrah! Kimari hat gerade explodieren gelernt! Kimari kann sich jetzt in die Luft jagen! Und damit Schaden machen! Und damit sterben! Es ist natürlich diskutabel, ob das eine sinnvolle Technik ist, ob es unser Team schlechter oder stärker macht, Kimari aus dem Kampf zu entfernen. Ich hätte, Lulu direkt da lassen, so einen Bomber zu vernichten. Eis. Freeze! Haben wir erstmal nie benutzt? Ich glaube, einen blöden Kommentar gibt. Ja, noch lebt er, aber wir haben auch noch einen Angriff. Und dann. Kannst du mal Tidus rausholen? Tidus kann ihn töten oder so. Ja! Komm, ich gebe die Abilities für ihn. Das wäre ein Traum. Oh nein, Lulu wurde angeguckt. Ich wollte, dass du den anderen angreifst, egal. Yuna hat noch nichts getan und Auron hat noch nichts getan. Also Yuna. I'm here. Es ist schön, dass du da bist. Jetzt darfst du blocken und nichts tun. Verteidigen. Und dann. Walker. Overkill, go. Kaboom! Vernichten. 240 Schaden. Wahoo! Und wieder Sphäre Level fürs Team. Kraft. Nein, nee, geringen Zeit, Kraft für Feuerwaffen. Blag. Blag, 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 blag. Blag, blag, blag. Hast du die Wappen? Nein. Hast du die Wappen ist Yuna. Nee, nee, Lulu. Ich dachte, es war Yuna gewesen. Hitze 50%. Hey. Besser als Blindschutz. Zugegebenermaßen kann sie blind. Ist blind sowieso egal, ne? Na, für sie ist blind ziemlich egal. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ey, oh. Wir sind in Alarmbereitschaft. Okay. Gut zu wissen. Ein Hinterhalt.
gegen den wir nichts tun konnten. Ich würde sagen, weil das Spiel das so entschieden hat. Eis. Mehr Eis? 275 Schaden, doch so viel. Daneben. Weiß nicht, immer genau die gleichen Trupps werden, die hier auftauchen würden. Ja. Du holst mal bitte Lulu raus. Go Lulu. Feuer ihn weg. Feuer. Wow. Vernichtend. Wie sich das gehört. Auch schon angegriffen. Wir haben keine Ralzpanzer, wie die Dinger da heißen. Er ist konfus. Waka, würdest du bitte nicht Auron angreifen? Ich glaube, das zählt dafür, dass er was getan hat im Kampf, oder? Ich denke. Ich glaube schon. Immerhin hat er Auron angegriffen, also. Vernichte! 666 Schaden. Gute Arbeit, Tedos. Ja. Jun hat noch nichts getan. Ich werde davon Medica benutzen. Was hatte ich auch gerade vor? Wo ist Medica? Da ist Medica. Walker. Schön, dass ich nach unten gedrückt habe und es nach oben zu Lulu gegangen ist, obwohl Walker unten in der Leiste stand. Das macht nicht immer nichts Sinn in diesem Spiel. Auron hat noch nichts getan, Kimari hat noch nichts getan. Auron verteidigt sich. Walker wird zu Kimari. Walker, transformiere zu Kimari! Und dann haben wir Walker wieder um ihn zu arbeiten. Yay! Dann sollten wir Walker heilen. Vernichtung! Ja, 52 Schaden. Noch mehr Level! Kraftzeit, Wunder. Abilities, Yuna, Vita, Bling. Waka, waka, waka. Warum hat nicht vielleicht eine unserer Bestias irgendwie zufällig Ability Hip oder so? Abilities anzeigen da. Tech, Spezial, Weißmagie, Schwarzmagie. Valve sowieso nicht. Ifrit vielleicht? Tech, Spezial, ja. Weißmagie, Schwarzmagie. Schön, dass er X-Foy kann. Wieso kann der X-Foy? Warum sollte man X-Foy einsetzen? Der absorbiert Feuerelement und kann X-Foy. Ja. Er heilt sich durch Feuermagie. X-Foy. Damit macht er. Ich habe mich gerade debufft. Ja. What? X-Eis kann ich verstehen. X-Foy macht wirklich keinen Sinn. Zugegebenermaßen ist es selbst Ex-Eis einzusetzen ein bisschen fragwürdig, weil er nur ein Charakter ist und nur sich selbst damit buffen kann. Na gut, noch ein Kampf gegen zwei Dingos. Hurra. Mit zwei Dingos? Ich habe jetzt irgendwie noch einen dritten Gegner erwartet. Ich auch. Vernichtend! 307 Schaden. Oh nein, Kimari. Ja, dann wird es Zeit, allen einen Zug zu geben. Wobei bei zwei Dingos lohnt sich das nur so gerade eben. Allen einen Zug zu geben. Damit sie ihre Erfahrungspunkte tatsächlich bekommen. Naja. Juno. Oder so könnte es nochmal angegriffen werden, um ein bisschen Ekstase zu bekommen. Ja, immerhin etwas. Naja. Könnte schlimmer sein. Und see ya! Vernichtend! 216, waren die alle dran? Ja. What did I tell ya? Ja, du kannst ja auch nichts, Lulu. Ja, waren alle dran. Level hoch, Level hoch, Level hoch, Kraftsphärin, yay! Ich will Bildsphärin haben. Red mit ihm. Hatte ich vor. Hier, ein Stimmungsmacher, nimm ruhig. Der hatte einfach zwei Stimmen auf einmal. Level 1 Zero-Pass. Wow. Das gut, ist, dass wir den nicht verpasst haben. Kann sein, das ist eine gute Belohnung für irgendeinen Typen, der mal eben so vorbeiläuft. Ja. Ich meine, später sind die einfach zu kriegen, aber hey. Ich habe zu viel eingekauft. Hier, bitte verwendet dies. Alle geben uns was. Antidot mal 4. Antidot. Gut, dass hier, glaube ich, nicht ein einziger Gegner ist, der einen vergiften kann. Trotzdem haben wir schon 6 Antidots bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese ob die Wölfe verwirren, Gift und blind und stumm zufügen können, oder... Ja, hätte ich andersrum machen sollen. Oder ob die nur stumm und verwirren können. Ach, jetzt haben wir es so gemacht, wie wir es gemacht haben. Ja. Locken! Und wer kriegt ihn ab? Auron. Ja, nicht so Auron. Kimari. Verteidigen. Walker. Verteidigen. Lulu. Overkill. Tötigen. Es wird Zeit für die tödliche, alles vernichtende Feuerattacke. Feuer! Da muss ich nicht mal im Menü was auswählen, das ist so schön daran. Ja, das ist immer die erste Technik. Sobald ich auf schwarze Magie bin, kann ich einfach X spammen. Feuer! Und 100 AP für alle. Brauchst du, Walker hat schon 6 verdammte Sphero-Level. Wir brauchen endlich mal so einen blöden Abilities für ihn. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Stärkestab! Yay, Kraftwandler! Schwuppdi-du. Ich hätte gerne einen Ability-Stab. Wäre cool. Was guckst du denn jetzt? Ich hatte irgendwie das Gefühl, als hätten wir irgendwann mal eine Waffe für Lulu halten, die irgendwie Ability-Schlag hat, aber nein. Selbst wenn, Lulu trifft ja nichts, wenn du damit angreifst. Das auch noch, aber... Kein besonders guten Treffer wert. Ich glaube, das ist eine Kiste da vorne. Oh, hey, ja. Na, Gegner. Eine Chimäre. Sieht aus wie eine Chimäre.
Komm erstmal du her, Tidus. Tidus! Na, das töte das Dingo. Ein Doppelhorn! Okay. Der spielt also bestimmt kein Doppelhorn. Mingo töten. 3-3-3. Tidus hat aber mit den Schnapszahlen. Ja, auch diesen Gegner können wir per Dragonik attackieren und lernen dadurch. Fling Flammen! Yay, yeah, wir haben eine neue Technik. Wenigstens haben wir jetzt eine Ulti für Kimari, die ein bisschen was kann, weil sie wenigstens elementare Effektivität hat. Beschwören wollte ich nicht. Das heißt, wir können jetzt zumindest gegen feuerschwache Gegner eine halbwegs sinnvolle Ekstase einsetzen. Ja. Waka, Nummer ja. Waka, waka. Ein blind. Oh nein, der Gegner ist blind. Was soll er jetzt noch tun? Außerdem Auron. Lulu hat noch nichts getan, aber bah. Der hat sowieso noch so viele HP, dass könnten wir auch einen Summon gegensetzen oder so. Können die Summons mal ein bisschen Ekstase kriegen. Ja, aber erstmal muss Lulu noch was tun. Let's end this. Let's end this. So, jetzt hat Lulu auch was getan. Yay! Okay, ich bin gar nicht. Holen wir unseren lieben Valf raus. Ach ne, Valf ist... Valf ist fast tot. Valf ist low. Schön, ja. Dass er nicht geheilt wurde nach dem Kampf. Ja, danke. Dann können wir das erste Mal die Ifrit-Beschwörung selbst benutzen. Ja. Haben wir neu gekriegt, aber nicht einmal eingesetzt. Sequenzen sind auf kurz, aber beim ersten Mal ist die Beschwörungssequenz ja immer lang. Ja. Raw. Ja. Jetzt sieht man auch, was da gefehlt hat in der Animation ja. Bei Ifrit. Was wir das letzte Mal haben Spawn sehen. Da sitzt eigentlich eine Yuna. Help us? Help us? Fragezeichen. Nein, Puma-Punkt. Ja, wir können jetzt Meteorit. Fügt einem Gegner Schaden zu. Ja. Sorgt dafür allerdings, dass wir seltener dran sind. Ja. Rump. Dadurch, dass er blind ist, kriegen wir sehr viel Ekstase-Leiste. Ja, gut ausgewichen, ich will. Rump. Und Dodge. Ja. Daneben. Es wäre schon fast wert, extra langsamer zu sein, damit der Gegner häufiger an uns vorbeischlägt. Ja. Aber auch nur fast. Ich will, aber das Risiko ist zu hoch. Ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt nicht unbedingt wollen, dass Ifrit stirbt. Das macht mehr Schaden, sollte ihn, glaube ich, umbringen. Glaube ich nicht, aber. Go Meteorit! Hör, bam! Nein, das ist echt nicht umgebracht. Sind wir noch 60 HP? Ja, noch ein Meteorit, dann war's das. Noch ein Meteorit, vielleicht ist ein Overkill. Ja, dann nicht. Das hat so irgendwie 30 Schaden weniger gemacht. Oder 60. Dun, dun, dun. 10 Minuten die Meteorit auch im Regelfall nicht. Aber Mumba Feuer! Die. Nein, der war ein Abilities Feroid! Quatsch, ich wollte auf. Zumindest Menü? Nein, wo ist denn. Walker, da ist Walker. Walker. Ganz unten. Das Ding. Warum werden die so da einsortiert? Ja, er hatte Ability Heap. Endlich. So Zeit. Dann kannst du direkt dahin laufen. Endlich. Benutzen. Kraftsphäroid. Angriffskraft gestiegen, HP gestiegen. Dann kann er direkt nochmal zwei Felder weitergehen. Zunk, zunk. Na, jetzt darf ich jetzt zwei Wundersphäroiden einsetzen. MP von Walker um 20 gestiegen. Oh, Magie ist gestiegen. Von Walker um 2 gestiegen, ganz im Fall. Ja. Kimari darf man noch nicht. Keine Ability, auch Lulu noch keine darf Ability. Man nicht. Tidus kann 2 laufen. Auch wenn er die Ability nicht lernen kann, aktuell, aber er kann zumindest ein bisschen Angriff schon mal hochkriegen. Wir können jetzt in jedem Kampf Ability einsetzen. Ja, das werde ich auch. Yuna muss noch warten, Auron kann weitergehen. Ja, da vorne ist ein Sphero-Stop. Zur nächsten Ability, nach unten. Ja. Ja, dann sind wir durch. Yay! Kimari steht noch bei 5. Ah, ich will diese. Das ist typisch Kimari. Ich will diese Schatztruhe haben. Ich würde mal eben heilen. Ich glaube, da war was zu heilen. Oh, 2000 Gil. Nice. Ability, Yuna heilen. Yuna selbst auf jeden Fall. Boah, das brauchen wir nicht, das auch nicht. Das so, zur Sicherheit mal. So. Okay. Wir haben genug MP dafür. Ja. Da kommt mal wieder jemand. Kennen wir aber, glaube ich, schon, oder? Chaos, der uns den Spirostock gegeben hat. Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall. Ability! Let's see some hustle! Erstmal. Lulu, komm her. Willst du ihn töten, bevor wir Ability benutzt haben? Wump vernichtend. Techs. Ability Heap. Vernichtende Ability Heap. Ja. Ja! Bam! Sehr gut. So ist das doch schon besser. Bin zwar nicht sicher, ob wir dadurch wirklich mehr als einen Ability-Dings da gekriegen, aber wenn sie. Ich mein schon. Er hat sich verteidigt. Kimari, komm her. Verteidigen. Yuna, komm her. Verteidigen übrigens. Ability-Heap! Setz Ability-Heap an! Tidus, komm her. Sonst vergesse ich nur, dass ich mit Tidus noch was machen muss. Also verteidige erstmal mit allen.
Cocker, komm her. Takes. Ability Heap. Kostet nur einen MP, von daher kann das ein paar Mal einsetzen. Ja. Dafür ist der Ability Heap und Krafthieb und so extra gedacht. Ja, die sollen ja nichts kosten. Die sollen einfach nur dafür da sein, dass man diese Dinger regelmäßig kriegen kann. So, vernichtet. Gucken, ob wir drei oder zwei kriegen. Und das sind. Drei. Sehr gut. Ja. Deshalb ist es mit dem Overkill noch eine gute Idee. Ey, komm her. Red mit mir. Wenn wir Sing besiegen, als Helden nach Hause zurückkehren. Yay. Ja. Ja. Dann bewegen wir doch nochmal unsere Charaktere ein bisschen. Yuna, benutz mal. Ganz unten die Abilities für Ruinen. Hat Engel gelernt, das ist wichtig. Ja, kann direkt bis dahin durchlaufen. Recht so. Nein. Das ist doch die nächste Ability. Ja, aber sonst kann ich Walker und die Lulu nicht weiter bewegen. Deshalb bewege ich die beiden erstmal, damit sie überhaupt irgendwas machen. Dann kann ich mit Sammeln Yuna nach dem nächsten Kampf immer noch bewegen. So, kann es dann dahin. Ganz viel defensive Kräfte für Lulu. Reflex um weitere zwei gestiegen. Außerdem Abwehrkraft um weitere zwei gestiegen. Und Abwehrkraft um weitere zwei gestiegen. Dann kann sie noch weiter rennen. Zu wahrscheinlich nochmal Reflex oder so. Vor allem MP hoch. Reflex oder Geschick. Und Reflex hoch. Ja. Außerdem Kimari. Er kann jetzt endlich Unglück lernen. Oder Unheil. Unheil, yay. Außerdem, so, wo wollten wir ihn jetzt eigentlich hinschicken? Wir wollten ihn hier unten hinschicken, damit er dann. Oh mein Gott, ich hasse das, dass du, wenn du in den Bewegen bist, nicht irgendwo hinlaufen kannst, wo du dich nicht hinbewegen kannst. Damit er dann hier an dem Level 1 Stoff vorbeikommt und dann hier zu klauen und benutzen hinkommt. Okay. Das war der Plan. So war das. Ja, dann lassen wir mal darüber tuckern. Bewegen. Ja. Einmal da zentral rein. Benutzen. Yes, sir. Kriegt einmal mehr MP. Und dann kommt einmal Magie hoch 3 hoch, yay. Und bekommt noch einmal Geschick um 3 hoch. Yay. Ja, so Auron hat, glaube ich, keine Ability-Dinger mehr. Nee, das war's dann erstmal. Ja. Yuna und Auron brauchen Ability-Dinger. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Mihenstraße vielleicht endlich mal beenden können. Vielleicht, wenn ich mich jedes Mal gut platziere, schiebt er mich in die Ladezone, dass wir noch einen Counter bekommen. Das kann ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Red mal mit dem Typen, bevor er wegläuft. Ey, du da. Vielleicht ist er wichtig. Mit guter Ausrüstung geht nichts schief. Nimm das hier. 600 Gilhalten. Nice. Ja. So, und dann bis zum nächsten Mal. See ya. Aloha.